der beste, den wir je hatten. Franziskus, Moment. Da hatten wir hier, oder haben wir auch noch heute, hier mal eine Kirche. Das ist die Franziskuskirche. Er ist anders als sein Vorgänger. Ich finde, er kümmert sich sehr um die Menschen. Das heißt aber jetzt nicht, dass der andere das nicht gemacht hat. Ich finde ihn jedenfalls besser wie den unseren Papst. Der war ja so radikal. Der ist ja ein bisschen offener, finde ich, ne? So, und vor allen Dingen ist er für die Armen. Und das finde ich gut. Ja, das ist schon in Ordnung. Aber ob er das durchsetzen kann, das ist die Frage. Und zwar, dass er nicht in den Vatikan eingezogen ist, sondern in so einem Hotel. Und dass er mit so einem billigen Auto gefahren ist. Weil ich finde, ja, die Päpste, die haben alle so geprotzt mit Diamanten, mit all dem. Und ich finde, das ist im Endeffekt doch die Kirche. Ich hoffe, dass er seine Reformen so durchbringt, denn es bringt uns Frauen vor allen Dingen etwas. Vielleicht, dass er noch ein bisschen offener wird. Also ich finde, er ist schon im Vergleich zu den vorherigen Päpsten viel offener, viel moderner. Und ich finde es einfach schön, wenn er dann noch ein bisschen offener wäre, noch ein bisschen moderner ist. Also ich bin begeistert davon, muss ich sagen. Und ich bete auch jeden Tag für ihn, dass er das noch recht lange machen kann. Das war alles.